Was empfehlen Sie internationalen Bloggern, wie sie mit Anonymität oder mit Offenheit umgehen sollen in ihren Ländern, was ihren Namen betrifft? Also in den Ländern wie Tunesien und Ägypten hat es Bloggern tatsächlich geholfen, dass sie mit ihrem Namen aufgetreten sind, weil sie dadurch einerseits mehr Rückhalt in der Gesellschaft hatten, dadurch auch ein bisschen unangreifbarer für Polizeibehörden waren, weil, naja, die Behörden jetzt auch nicht internationale Aufruhr verursachen wollten. In anderen Ländern würde ich jetzt nicht unbedingt Bloggern empfehlen, diese Strategie zu nutzen, weil man, wenn man tatsächlich mit seinem Namen zu seiner Meinung steht, kann man auch sehr schnell von der Staatssicherheit abgeholt werden und im Gefängnis landen. Insofern, je nach Land immer schauen, gibt es andere Beispiele, auch internationale Netzwerke aufbauen, dass, wenn man mal tatsächlich dann von der Polizei abgeholt wird, dass sehr schnell andere Menschen informiert werden und man weltweite Solidarität bekommt. Was empfehlen Sie NGOs weltweit, die sich für Menschenrechte einsetzen, wie sie sich technisch und auch sonst schützen sollten? Also ich empfehle NGOs weltweit, vor allem in repressiven Staaten, mehr Wert auf IT-Sicherheit zu legen, E-Mails zu verschlüsseln, Anonymisierungskommunikation zu nutzen, also Software wie Tor oder andere Proxy-Server. Dann natürlich im Optimalfall Virtual Private Networks aufzubauen in die entwickelte Welt, wie hier in Deutschland oder in den USA, damit man halt durch Zensurinfrastrukturen durchkommt. Und öfters mal das Handy zu Hause lassen, weil über das Handy wird über die Vorratsdatenspeicherung immer gespeichert, wer läuft gerade durch welche Funkzelle. Und da kann man dann sehr schnell als Polizeibehörde herausfinden, wer redet gerade wo mit wem oder wer hat sich vor 2 Wochen irgendwo getroffen.